finden Sie den Busfahrer. Und die nächste Gruselbumsbude. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Oh, jetzt mal Angela. Sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Ja. So, als kämen sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Finde Hilfe in der Stadt, bleibe nah bei den anderen. So, was ist ja da vorne im Auto? Können wir da irgendwas finden? Meinst du, dass wir damit losfahren können? Also ich denke eher nicht, aber vielleicht finden wir, vielleicht... Finden wir diesmal anscheinend Postkarten? Oh, da hinten an der Mülltonne. Ja, warte, ich gehe erstmal hier ums Auto. Man weiß ja nie, wo hier vielleicht noch, aber nee. Ja, anscheinend sind Angela und Andrew immer so ein Doppelgespann. Oh, das ist eine Postkarte. Uiuiui. Turn bereit? I'm ready. Oh, der Busfahrer mit einer Pistole am Kopf. Und wir wissen ja noch von vorhin, ne? Andrew hatte eine Pistole. Ja, aber die hätte er sich jetzt auch selber am Kopf halten können, ne? Also, ich glaube, das war auch ganz bewusst nicht so gezeigt, irgendwie, dass die Hand zu sehen war. Ach so. Aber könnte auch natürlich Andrew gewesen sein. Das ist, was war das? Dieser Kamerawechsel. Ja, ist heftig, ne? Ach du Scheiße. Wir sind jetzt einfach mal ruhig, komm. Mal gucken, wie die Soundkulisse jetzt weiter wird. Müsst ihr sofort wieder reden? Okay. Oh, Scheiße. Ey. Wo ist das hin? Ist das Wildwechsel. Können wir. Guck mal, hier geht auch so ein Pfad weg. Guck mal hier. Ist eine Raststätte. So, ja. Vielleicht sieht man von da oben her. Da wollte ich eigentlich gerade hin. Ja, bestimmt. Sieht man von da oben mehr. Warte mal, hier vorne glänzt was. Jemand zurück? Wo? Hier, jetzt hoch. Stopp, da. Hier, jetzt oder hoch. Hat er bloß, stopp, da. Achso, die Erde hat er bloß reflektiert von der Lampe anscheinend. Schade. Ah, okay. Damn. Ja, was haben wir da? Nun Snickers. Oder ein Reiter. Oh, Ghost Towns. In the Northeast. Seid ihr auch dafür, dass Benny vorlesen soll? Ja, Benny soll vorlesen! Ah, Die Leute wollen's. Wir gucken jetzt erstmal weiter, was Angela noch so Schönes findet. Wie zum Beispiel, wir können mit Andrew reden. Na, dann lass uns doch mal kurz mit Andrew mal einen Schnack machen. Ich weiß nicht. Vielleicht sieht er ja irgendwas gerade. Ach so, meinst du? Weil er da eine bessere Aussicht hat? Wie geht's dir? Ihn auf den Hintern. Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Furchtbar. Was lauert dort? Beruhigend, wir finden einen Ausweg. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Wow. Bis auf den letzten Satz fand ich, war das wirklich mal der erste vernünftige Dialog hier irgendwie. Danke für dein Interesse. Was kommt jetzt? Und wir gehen. Wir gehen sofort, bitte. Okay. Geh auch extra schneller. Geh zügig. Wir gehen zu den anderen. Was ist hier lang? Wer läuft denn hier so? Klack, klack, klack. Das ist Glück, Andrew. Schlappmann. Er hat seine Clocks an. So, was haben wir hier Feines? The Witch of Edmonton.
Aufführung in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Ah, okay. Ja, ich gehe mal von aus, das nächste, was wir finden werden, wird auch. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Meinst du? Hm. Könnte sein. Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder... Unsere Dialoge. Ein Trupp irrer Historiker. Irrer Historiker. So, dann gucken wir mal. Ey, der hat ja wirklich, das sind ja wirklich seine Schuhe hier. Ja, ja, der hat so ein paar Schmatzelatscher an. Na, wunderbar. Wunderbar. Nee, ich glaube, dass wir als nächstes wirklich zur Schule müssen. Tatsächlich sieht sie von hinten aus wie eine Prokuristin, die ich mal kannte. Okay. Oh, das ist wieder hier. Was? Wie? Hast du was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Naja, Little Girl. Okay, hab ich übersehen. She's watching us. Okay. Findest du nicht? Oh Gott. Findest du nicht, Benny? Was? So, wenn man so Angela so sieht. Von hinten. Sollte ich die Person auch kennen, die du meinst? Ja. Oh, okay. Achso, jetzt weiß ich. Das ist der Groschen gefallen, ja? Ja, okay. Ja, sorry, Leute. Ein kleiner Insider. Wir dürfen natürlich jetzt keinen Namen nennen. Ja. Da hast aber recht. So, hier geht's zur Brücke. Da vorne ist irgendwas. Und was? Ein Schild. Ja, das ist die Brücke, ne? Oh, ist das aber auch. Respekt vor der Brücke. Beeilen wir uns. Tja, wo lang? Wie recht du hast. Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten entweder über die Brücke... Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Sag mal, kann das sein, dass Daniel... Ja? Wisst der Soldat was? Aus Men of Medan ist? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Wow. Was machen wir jetzt? Das ist möglich. Also sieht ähnlich aus, aber ist er glaube ich nicht. Ich regle das. Oh, ist ihr bleibt klar. Hier. Ja, John regelt's. Was willst du da regeln, Alter? Das ist ein kleines Mädchen nachts. Nur nachts machen kleine Mädchen mehr Angst als Skinheads. Was sagt Angela dazu? Sei vorsichtig. Be careful. Take care. Okay. Sei bitte vorsichtig. Hey, Professor! Ja, am Arsch. Verdammt! Genau das haben wir auch erlebt. Was, wenn dem Prof was zustößt? Dem Prof? Er tut das, er sollte sich nicht... Ja, billigend. Er tut das richtig. Endlich unternimmt er was. Er hat die Leitung. Sie ist tut er mal das Richtige. Es hilft ihm bestimmt, dass du dir Sorgen machst. Was ist das? Ich hätte gehen sollen. Okay. Es war ein Fehler, John gehen zu lassen. Er hätte nicht allein gehen sollen. Mach dich nicht fertig. Er macht das Richtige. Er hätte nicht gehen sollen. Meinst du, ihm geht's gut? Er kommt schon klar. Ihm geht's gut. Du bist ja optimistisch. Er ist höchstens etwas verschreckt. Naja, so eine Scheiße. Mutti muss ja den Laden aufrechthalten. Ja, bist du auch. Dem Uwe steht ein Kran. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Ja, Obi-Wan, das ist schon... Oh. Na siehst du, da ist er doch wieder. Mhm. Ist nur die Frage... In welchem Zustand? Was war das? Ah, okay. Alles gut? Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Hä? Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer, ich kenne dich, ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss, du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf, ich gehe woanders lang.
Mhm. Und wohin? Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie, nie, nie Trauer. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ja, aber alleine durch den Wald zu rennen ist einfach, oder was? Okay. Billigend, Andrew hat recht. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Jemand sollte mit ihr gehen. Echt? Ich käme schon zurecht, aber gut. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Wohin schicken die? Okay, die also Leute? Team Benny und Team Steve.